Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Special zum diesjährigen Lichter Film Festival Frankfurt, das dieses Jahr vom 27. April bis zum 2. Mai 2021 online stattfindet. Bei mir sind heute Britt, hallo. Hallo. Und Pete, hi. Hallo. Und wir haben euch zu dritt noch nicht ganz das Hauptprogramm mitgebracht, sondern erstmal drei, ja, wie uns geschrieben wurde, drei Highlights aus dem regionalen Langfilm-Wettbewerbsprogramm. Drei Filme an der Zahl, eine Dokumentation und zwei Spielfilme, auf die wir jetzt hier in diesem kleinen Special nacheinander eingehen werden. Jeweils einer von uns hat einen Film gesehen, deswegen werden wir uns den ganzen so ein bisschen gegenseitig vorstellen und dann uns gegenseitig vielleicht heiß drauf machen oder vielleicht doch eher davor warnen, mal sehen. Jedenfalls können wir dann so ein paar Fragen stellen und ja, das wird schon, denke ich, ist ja nicht die erste Ausgabe in dieser Art. Da zum Lichterfilmfest wird bestimmt in den nächsten Wochen noch was kommen, denn das Hauptprogramm, wie gesagt, steht noch auf dem Plan. Mal sehen, wie es da dann mit unseren Zugängen aussieht. Jetzt geht's erstmal um drei Filme. Und ich würde sagen, wir reden nicht lang dran rum, sondern würde sagen, wir starten mit der Dokumentation, die wir hier in unserer Runde haben. Und die hat, glaube ich, Pete ausgewählt, nicht wahr? Ja, genau. Ich habe mir Streetline angeschaut. Das ist eine Dokumentation von Justin Peach und Lisa Engelbach. Das ist so ein bisschen die Nachfolgedoku zu Kleine Wölfe. Das war, glaube ich, der Abschlussfilm an der Filmhochschule. Und es ist schon über 10 Jahre alt, oder jetzt ungefähr 10 Jahre alt. Und darin ging es um die Stadt Kathmandu. Das ist die Hauptstadt von Nepal, für alle, die es nicht wissen. Und in dieser Stadt gibt es sehr viele Kinder, die auf der Straße groß werden müssen, ohne Eltern und einfach mit dem harten Leben sofort konfrontiert werden. Und in Kleine Wölfe geht es darum, dass wir diese Kinder und Jugendlichen dabei beobachten, wie sie ihren Weg da machen und durch diese ganze Drogenwelt, wie sie diesen sozialen Absturz da miterleben und dass es für die Kinder eigentlich keinen Ausweg gibt. Und deswegen habe ich mir im Vorfeld erstmal diese Doku angeschaut. Denn jetzt in Streetline, die spielt 10 Jahre später und nimmt sich die, ich sage mal in Anführungszeichen, Hauptfigur aus dem ersten Teil. Das ist ein Junge, Sonu heißt dieser Junge. Er ist jetzt 21 Jahre alt und hat ein Kind bekommen. Das Kind ist schon 3 oder 4 Jahre alt. Und jetzt geht's darum, wie er, als das Kind, was von der Straße kam, 10 Jahre später damit konfrontiert ist, dass er selbst immer noch seine Probleme hat und aber ein Kind großziehen muss. Und beschäftigt sich so ein bisschen mit der Frage, die Kinder haben erstmal, wenn man sich nur diese erste Doku anschaut, keine Perspektive. Es sieht so aus, als würden sie ihr Leben lang da auf der Straße an den Drogen hängen und hätten gar keine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Und jetzt beschäftigt sich diese Nachfolgedoku so ein bisschen damit, was ist eine mögliche Perspektive und was wird aus diesen Kindern, die da auf der Straße groß werden. Und ist wirklich interessant. Ja, klingt's auch. Vor allen Dingen dieses Zeitding, was da jetzt eben dazwischen liegt. Dass man tatsächlich dann so, also du hast sie dir beide auch so in etwa hintereinander angeguckt? Nicht direkt hintereinander, aber jetzt in den letzten Tagen, weil ich hab hier über diese neuere Doku Streetline halt im Rahmen des Festivals jetzt gelesen und hab mir dann gedacht, die erste Doku geht auch nur eine Dreiviertelstunde, da ist man relativ schnell durch und hab gedacht, das klingt eigentlich ganz interessant und so diese so andere soziale Schicht mal zu sehen, ist wirklich spannend und hat mich interessiert. Ist quasi eine dokumentarische Milieustudie oder geht es dann wirklich nur um die Hauptperson? Ja, also es ist schon eine Milieustudie, vor allem weil wir in beiden Dokus keinen Erzähler oder so haben. Man sieht wirklich hauptsächlich nur die Bilder und die Figuren sprechen. Werden ganz wenig Fragen von außen gestellt, wo sie wirklich aktiv drauf reagieren. Sonst sehen wir wirklich fast nur das Leben, wie sie reagieren, wie sie untereinander agieren. Und genau. Und bist du der Meinung,
dass dieser, sagen wir jetzt mal, zweite Teil im Grunde denn also die Problematik des Erstens wiederholt. Also haben wir jetzt einfach nur quasi genau die gleiche Problematik dieses Haupt, ich sag jetzt mal Hauptcharakters oder Hauptdarsteller ist ja falsch gesagt, in Erwachsen. Also Nee, oder eigentlich gar nicht. Also man muss sagen, die macht schon ganz viel anders als als der erste Teil. Denn im ersten Teil haben wir im Prinzip diese Gruppe an Jugendlichen, bei denen wir wirklich sehen, dass sie aktiv abhängig von den Drogen sind. Das heißt, sie gehen immer in irgendwelche Läden und kratzen sich da alles Geld zusammen von irgendwelchen Touristen auch und machen sich dann Kleber in irgendwelche Tüten und atmen das so ein. Und das sieht man sehr oft in der ersten Doku. Und in der zweiten jetzt sind die Drogen gar nicht mehr so das Problem. Denn Sonu hat einen Entzug gemacht und will jetzt sich um seine Tochter kümmern, die momentan nur bei seinen Schwestern lebt. Und er will im Prinzip wieder raus aus dieser ganzen Welt, will sich um seine Schwester kümmern, um seine Tochter kümmern, die Vierjährige. Und deswegen sieht man das Ganze aus einer komplett anderen Perspektive. Man sieht zwar immer noch zum Beispiel auch seinen Bruder, der immer noch Drogenprobleme hat, er ist ein paar Jahre älter als er und im Prinzip schon aufgegeben hat und sagt, er kommt da sowieso nicht raus. Und allein deshalb sieht man schon, die beiden kommen aus der gleichen Richtung, nur der eine hängt noch 3 Jahre mehr oder 3, 4 Jahre mehr an den Drogen und für den ist es deshalb schwieriger. Und Sonu versucht aber, sich da irgendwie selbst rauszukämpfen oder sich da auch helfen zu lassen. Und ich finde deswegen, das ist was die beiden Dokus schon sehr voneinander unterscheidet. Vor allem auch da jetzt 10 Jahre dazwischen liegen. Und nach der ersten Doku habe ich mir so gedacht, also ich habe mir selbst die Frage gestellt, haben diese Kinder eine Perspektive? Und was für Möglichkeiten haben die überhaupt, ein annähernd gutes Leben zu führen und dafür zu sorgen können, dass mögliche Nachkommen ein gutes Leben führen können? Und genau mit dieser Frage beschäftigt sich jetzt Streetline. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Würdest du sagen, dass man die Doku, die du jetzt, also Streetline, dass man die auch ohne die erste Doku problemlos sehen kann? Oder ist es schon so, dass da so ein paar kleine, eben wenn du jetzt sagst, der Bruder wird angesprochen, der wird ja vielleicht auch schon im ersten Teil eine Rolle gespielt haben und so. Und wenn man jetzt nur den zweiten, in Anführungszeichen zweiten Teil sieht, dass man da so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen wird? Oder ist es trotzdem so, dass man da schon den Überblick behält, auch was jetzt so beispielsweise solche Beziehungen anbelangt oder so. Ja, ich glaube, man kann sie sich schon auch jetzt nur den zweiten Teil anschauen. Ich würde aber eher empfehlen, sich die 45 Minuten davor auch noch anzuschauen, weil man damit einfach diese eine Hauptfigur, die es ja wirklich ist, da so ein bisschen kennenlernt und die Entwicklung auch sieht. Also wie er sich verändert hat und was er daraus mitnimmt. So im ersten Teil ist es ganz wirklich interessant, wie nah das Ganze an den Kindern dran ist. Und dann ist es schön, dann noch zu sehen, wie er sich weiterentwickelt und selbst dann weiterhin lernt, Verantwortung zu übernehmen. Ja, das ist auch eine Frage. Ich habe den Trailer mir ja auch angeschaut und das ist natürlich ein Thema, das ist nicht einfach. Und dann habe ich da gesessen und dachte, oh, aber möchte ich das gucken? Also, weil das natürlich, also man guckt natürlich lieber eine Komödie als ein Dokumentarfilm, der sich natürlich schon mit einer sehr harschen Thematik befasst. Und da dachte ich, oh, ich weiß nicht. Also würdest du sagen, jetzt nachdem du dir das alles angeschaut hast, dass da aber trotzdem eine positive Note drin ist, also dass man das gucken kann, ohne dass man hinterher sagt, okay, jetzt brauche ich erstmal einen Schnaps? Ja, also ich denke schon, dass man da so ein bisschen was draus mitnehmen kann. Also was mich auch ein bisschen schockiert hat, ist, dass man ja immer wieder sieht, dass Nepal ist ja eine große Touristenstadt und die lebt ja nur davon, dass Touristen aus dem Westen da hinkommen und so die ein bisschen finanzieren und ja auch zu diesen Menschen hingehen zum Betteln. Und dahinter frage ich mich schon, würde ich wirklich in so eine Stadt reisen wollen, wo so viel Elend und so ich mir angucken muss, um so ein bisschen Kultur außenrum auch noch zu haben? Das ist einfach so diese Grundfrage, mit der man sich da auseinandersetzt. Aber man will halt auch irgendwie, ja, man fühlt sich schon schlecht dabei, wenn man sich das anschaut, weil man da einfach nicht rankommt. Gerade in der ersten Doku sind alles Kinder,
denen von vornherein keine Chance gegeben wird. Denn das wird auch öfter mal gesagt, die Kinder, die da auf der Straße geboren werden oder bei denen die Eltern weglaufen, bei denen die Eltern sterben, die landen früher oder später alle in der Streetline, so wird es in der Doku auch genannt. Naja. Das heißt, sie haben überhaupt gar keine Chance. Und das ist schon so ein bisschen frustrierend. Aber es ist natürlich klar, positiv in dem Sinne, dass wir natürlich mit so einer Dokumentation da auch einen Einblick reinbekommen. Also das ist ja klar, das machen Dokumentationen ja immer, aber da könnte man vielleicht auch ansetzen und sagen, okay, aber es ist nicht schlecht, wenn man genau sowas eben auch mal zu sehen bekommt und da eben auch einfach eine andere Perspektive drauf kriegt. Na klar. Ja, ganz genau. Uns sind nicht einfach nur Bilder, die man sieht von diesem ganzen Schrecken, sondern man ist wirklich ganz nah dran und fühlt sich schon so ein bisschen, als wäre man Teil dieser Gruppe. Weißt du zufällig, wie die Regisseurin da darauf gekommen ist? Also hat sie irgendeine Verbindung dazu? Das hat jetzt weniger was mit dem Film zu tun, aber ich frage mich da gerade, wie sie dann tatsächlich da, oder ob sie einfach hingegangen ist und beschlossen hat, ja, das ist ein Thema, was ihrer Meinung nach mehr Aufmerksamkeit verdient, oder was weiß ich, weißt du da was? Also warum sie jetzt nach Kathmandu da gereist sind, weiß ich nicht. Nee, keine Ahnung. Aber es scheint ja auf jeden Fall was Wichtiges für die beiden gewesen zu sein, da sie ja 10 Jahre später sich das Thema nochmal zu Herzen genommen haben und weitergeführt haben. Der ist ja auch spannend. Also das denke ich mir vielleicht bei manchen Dokumentationen, das wäre ganz spannend, so einen Blick tatsächlich nochmal 10 Jahre später darauf zu werfen. Ja, Finde ich genau. den Ansatz, finde ich wirklich spannend. Genau, und auch die erste Doku, ich habe sie mir jetzt angeschaut und das Ganze ist schon über 10 Jahre her. Und trotzdem habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass das kein aktuelles Thema mehr ist. Sondern ich glaube, wenn man jetzt diese Doku nochmal drehen würde, hätte man genau diese gleichen Inhalte. Also ich glaube nicht, dass sich da wirklich viel verändert hat und dass das einfach ein anhaltendes Problem ist, was nicht innerhalb von 10 Jahren geklärt werden kann oder gelöst werden kann. Und es ist natürlich auch ein Blickwinkel auf Nepal, den man so, finde ich, jetzt nicht hat. Also wenn ich an Nepal denke, dann denke ich eben, ja, also ehrlich gesagt denke ich dann an Mönche. Aber, also das ist so dieser, weißt du, so dieser Klassiker. Aber wenn man jetzt als Tourist vielleicht auch in die Ecke kommt, denn anders, glaube ich, würde ich da nie hinkommen. Dann denke ich nicht an sowas tatsächlich. Also es gibt andere Städte und andere Länder, die ich mit sowas eher assoziiere als jetzt zum Beispiel Nepal. Ja, Das das stimmt, ja. stimmt. War mir jetzt auch nicht direkt bewusst, dass es in Nepal so ein Problem ist. Ja. Ein wichtiges Thema. Ich weiß gar nicht, machen wir eine Punktebewertung im Rahmen dieses Festivals hier. Ich weiß, unser Chef sieht das gerne oder hört das gerne. Ja, also Ich würde es dir überlassen, Pete, wenn du das magst, dann, oder ich weiß probier nicht. einfach noch ein kleines Fazit oder. Ja, ich mache einfach mein Fazit. Ich würde sagen, Streetline, genauso wie die Vorgängerdokumentation Kleine Wölfe, würde ich beide empfehlen. Beide sind sehenswert und beide sind auch noch absolut zeitgemäß, auch wenn sie 10 Jahre auseinander liegen. Sind auf jeden Fall hart, sind vielleicht nicht für jeden geeignet, der gerade Lust auf eine Komödie hat. Sondern man muss schon wissen, auf was man sich da einlässt. Man sollte sich aber drauf einlassen, weil es ein Blickwinkel auf eine ganz andere Gesellschaft ist, wenn wir das mit uns vergleichen und man super viel daraus mitnehmen kann und auf soziale Probleme und soziale Missstände aufmerksam gemacht wird und das auf eine ganz schöne Art und Weise. Das heißt, man ist wirklich sehr nah dran, es ist ziemlich schön geschnitten und macht Spaß zu schauen. Deswegen Also, Punkte würde ich nicht ja. vergeben, aber eine Empfehlung. Das ist, denke ich, durchgeklungen. Ich würde sagen, den gibt es ja jetzt, Streetline gibt es dann beim Lichterfilmfest Frankfurt zu sehen. Und das Kleine Wölfe, wo hast du dir das angeschaut? Wenn man Streetline eingibt, dann kommt man auf diese Webseite und da kann man sich den Film einfach Ah. anschauen. Sonst auch bei YouTube. Also den gibt es frei zu Sehr gut. sehen. Alles klar. Gut. Dann, ich weiß nicht so richtig, ob die Stimmung jetzt ein bisschen anhebt mit deinem Film, Britt. Weil ich bin ehrlich, ich habe nicht wirklich viel Ahnung über deinen Film, aber wir können es ja mal versuchen oder du kannst ja erstmal kurz umreißen, worum es in deinem Film geht.
Also ich würde sagen, es hebt die Stimmung schon ein bisschen an. Und zwar, du hattest vorhin am Anfang gesagt, wir bekommen zwei Spielfilme und einen Dokumentarfilm heute, Ja. beziehungsweise wir reden darüber. Ja, und da fängt die Krux schon an. Ist mein Film ein Spielfilm oder ist mein Film ein Dokumentarfilm? Ich habe ihn als Dokumentarfilm gesehen. Deswegen fand ich es sehr spannend, als du meintest, es ist ein Spielfilm. Deswegen habe ich gerade noch mal nachgeschaut und der steht auf der Seite tatsächlich als Spielfilm. Das bestätigt Vermutungen von mir. Das ist die einzige Information, die ich über diesen Film hatte. Und jetzt stellst du diese Information auch noch in Frage. Ja, es tut mir leid. Also es geht um Folgendes. Der Regisseur war oder ist Sven Ohil, den ich persönlich tatsächlich nicht kannte, aber der wohl recht bekannt ist als Cinematographer. Also der hat viel in Dokumentationen oder mit Dokumentationen gearbeitet. Und dieser Film jetzt, genannt Coup, also, oh Gott, wie sage ich das auf Deutsch? Also ein Coup. Ich hoffe, ihr kennt das jetzt, was Ja. es bedeutet. Also ja, okay. Also ist das Baby eben von Sven Ohil. Also er hat das Drehbuch geschrieben, er hat bei der Produktion mitgewirkt, er hat eben auch die Regie geführt. Also das ist ganz sein, wirklich Film. Und der ist 2019 entstanden und kommt jetzt eben in die Kinos. Ist 82 Minuten lang, also ich glaube ungefähr so lang wie auch jetzt die Dokumentation war und freigegeben ab 6 Jahren. Und hat jetzt eben auch auf dem Lichter Filmfest seine Hessen-Premiere, ja, also hallo Frankfurt. Und es geht eben tatsächlich um den genannten Coup. Also das Ganze spielt im Sommer 88, ist schon ein bisschen her, und geht um einen 22-jährigen Bankangestellten namens Rüdiger bzw. Rüdi, der bei Tag in der Bank arbeitet, eben ganz, ja, wie sagt man, ganz bieder, so mit Anzug und so weiter. Und bei Nacht dann aber eben Rocker ist und irgendwie Motorrad fährt und in so Motorradgang ist, in so einer kleinen. Naja, und der entdeckt bei seiner Arbeit eine Sicherheitslücke in der Bank und klaut de facto dieser Bank, indem er es sehr smart anstellt, 2,5 Millionen D-Mark damals noch. Und setzt sich damit nach Australien ab. Das ist im Grunde so die Grundprämisse des Filmes. Und dann erfährt man natürlich auch noch, wie das Ganze am Ende ausgeht. Das ist nochmal sehr spannend, finde ich. Deswegen möchte ich dazu jetzt auch nichts weiter groß sagen, aber es lohnt sich auf jeden Fall da zu schauen, wie das Ganze sich weiterentwickelt. Nichtsdestotrotz geht es eben, wie gesagt, um diesen Coup. Und das ist wirklich sehr schön gemacht. Also der Film ist ein Mix optisch von der Inszenierung her aus Spielfilm, Dokumentarfilm und Animationsfilm. Und basiert eben, so heißt es, basiert auf einer wahren Geschichte und auf Interviews, wie sagt man, rekonstruierten Interviews des Verbrechers im Grunde, also dieser Hauptperson. Was ja, zwischendurch so ein bisschen eine Frage gestellt wird, weil ich mir denke, kann das wirklich wahr gewesen sein? Aber es waren die 80er. Also da sind dann so wirklich große Lücken in diesem ganzen System und man sitzt da so daneben als Zuschauer und denkt sich, das kann doch nicht wahr sein, dass das jetzt so einfach ist, ja? Also dann macht er das und dann hat er das Geld. Und dann macht er das und dann ist er über die Grenze. Und dann macht er das und dann ist er in Australien, ja? Also wenn es so einfach wäre, 2,5 Millionen zu klauen, dann wär ich aber auch schon dabei gewesen, ja? Also das ist schon, man sitzt da nur und kann nur den Kopf schütteln, aber man darf halt nicht vergessen, es waren tatsächlich die 80er, da war das irgendwie noch eine heilere Welt alles. Und ganz schön ist, wie gesagt, dass du eben diese Mischung hast. Also du hast Anteile, die fühlen sich an tatsächlich wie ein Spielfilm. Das sind nachgestellte Szenen mit Schauspielern, also und von diesen Schauspielern kannte ich tatsächlich wirklich auch nur zwei. Also das ist Daniel Michel, der spielt die Hauptfigur, also Rüdi, und dann seine Frau Paula Kahlenberg. Die zwei hatte ich tatsächlich auch schon mal gesehen. Und irgendwo da drin muss auch noch Rocco Schamoni mitspielen. Den kannte ich vom Namen her. Den hätte ich aber ehrlich gesagt nicht erkannt. Ich gebe es ganz zu. Aber der ist auch dabei. Aber Daniel Michel, der den Hauptcharakter spielt, der spielt großartig. Da muss ich echt den Hut vorziehen. Ganz, ganz toll. Und das Ganze ist unterlegt eben von einer Stimme aus dem Off, und zwar die Geschichte dieses Hauptcharakters, der seine Geschichte dem Zuschauer erzählt. Und das aber auch in seinem eigenen Ton. Das heißt, der spricht Hamburger Dialekt, der kommt also da aus einer Ecke von Hamburg.
Ja, und dann hast du da diese ganze Zeit so diesen Hamburger Dialekt, der dich da so begleitet. Das allein finde ich persönlich schon sehr charmant, weil man ja sonst in Dokumentationen oft nur so eine sonore Stimme aus dem Off hast, die sehr deutliches Hochdeutsch spricht, ja. Und hier hast du wirklich so dieses Lokalkolorit und so ein bisschen das Gefühl auch, dass dir wirklich dieser Hauptcharakter das erzählt. Also das ist sehr, sehr stark eben unterlegt von dem Erzähler. Sehr, sehr subjektiv natürlich, wenn man es als Dokumentarfilm denn betrachten möchte. Und dann hast du tatsächlich auch noch Teile, die werden in einer Animationsfilmart erzählt. Das sind oft die Teile des Films, die in dem Motorrad-Rocker-Club spielen. Ja, also die werden dann animiert dargestellt und auch am Ende wird ein bisschen was animiert dargestellt. Aber Also das, okay. Aber ja. inwiefern animiert oder was ist das so Also für ein Stil? Wie, Zeichentrickfilm. ja, aber passt Zeichentrickfilm. das da in dieses ganze 80er-Setting auch rein? Ja, also ich dachte auch erst, das klingt jetzt wie ein Mix, der irgendwie nicht zusammenpasst, aber es passt wunderbar. Also das Ganze wirkt sehr frisch und gar nicht irgendwie zusammengestoppelt oder so. Also ich finde, das hat Sven Ohele ganz gut hingekriegt, dass man als Zuschauer jetzt nicht rausgerissen wird aus der Erzählung, sondern das passt irgendwie. Das ist ganz gut. Also die Animationsfilmteile sind nicht so wahnsinnig viele, aber es gibt ein paar. Und ja, das irgendwie klappt das. Also man wird da wirklich nicht rausgerissen. Was ich auch sehr schön finde, ist, wenn du dir das Ganze anschaust, es spielt in den 80ern und diese ganze Dokumentation, dieser ganze Film, der hat so einen Retro-Charme. Also du bist in dieser Bankenwelt, in dieser braun-grauen Sparkassenwelt, du hast so das Gefühl, da liegt so ein Sepia-Filter über alle Bilder, die eben in dieser Sparkassenwelt und in der Bankenwelt spielen. Und dann bist du auch noch mal in Frankfurt und in Luxemburg in der Bankenwelt. Da ist dann alles so ein bisschen hochglanziger. Also da wird auch optisch so ein bisschen mit den Erwartungen natürlich gespielt. Aber dieser ganze Film selber hat natürlich, was ich auch sehr interessant fand, als beim Gucken, du hast so ein bisschen auch das Gefühl, er spielt in den 80ern und der ist aus den 80ern. Also, ihr wisst ja, wie so ein 80er-Jahre-Film aussieht, ja? Also, die sind ja manchmal nicht so gut gealtert. Und zwischendurch, gerade auch wenn du eben so diese Szenen hast, die im Alltag spielen, hast du auch das Gefühl, du guckst so einen Film aus den 80ern. Also, aber das macht das nicht schlechter. Ich finde, das trägt dazu bei, dass du auch das Gefühl hast, da jetzt so mittendrin in der Geschichte zu sein. Und genauso wie du eben diesen Mix hast, was den Film an sich angeht, hast du eben auch diesen Mix zwischen, ich würde jetzt sagen, Spielfilm und Dokumentarfilm. Denn du sitzt dann da wirklich als Zuschauer und fragst dich, ob dir dann jetzt nicht eben ein großer Bär aufgebunden wird. Also ist das eine wahre Geschichte, wirklich wahre Geschichte, oder ist das ein Spielfilm? Denn es fühlt sich eher an wie ein Spielfilm, es wird dir aber als Dokumentation verkauft. Ah, okay. Gerade auch am Ende heißt es, das Ganze basiert auf einer wahren Geschichte. Ja. Dann werden auch noch Fotos eingeblendet und so weiter. Also von der aktuellen Lage, wo du auch nicht weißt, oh, ist das jetzt wirklich und so. Also das finde ich ganz gut. Ja. Ich habe auch versucht, es zu googeln, ich gebe es zu. Aber die Namen sind geändert und dann gibst du so Sachen ein wie Kuh. Bang, 2,5 Millionen Australien, so Schlagwörter. Und leider bin ich immer nur, das heißt leider, aber ich bin dann immer nur wieder bei diesem Film gelandet, ja. Also alle Links irgendwie landeten dann bei diesem Film und ich so, oh, ich würde das jetzt so gern wissen. Also das hat er schon, ist schon ganz gut gemacht. Ja, grundsätzlich kann man sagen, man hat die ganze Zeit Sympathie mit eigentlich dem Kriminellen, muss man ja wirklich so sagen. Das ist ein kleiner Mann wie du und ich, der eine enorme kriminelle Energie entwickelt. Aber trotzdem kommt er eben aus, sagen wir mal, jetzt einem normalen Arbeitermilieu. Also, das könnte auch mein Nachbar sein oder irgendwie mein bester Freund oder so. Also, man fühlt sich dem irgendwie nahe und denkt, ja, das könnte auch ich sein. Ja, genauso wie der daheim sitzt und frühstückt und irgendwie mit seinem kleinen Sohn da irgendwie spielt. Ja, genauso ist es irgendwie bei meinem Freund um die Ecke auch oder bei meiner Tante oder so. Also, das ist etwas, man fühlt sich dieser Figur gleich sehr nahe und man gönnt es der Figur auch. Also, dass der dann halt diese 2 Millionen, 2,5 Millionen klaut, das kann man auch hier ruhig schon als Spoiler vorwegnehmen. Das gönnt man dem. Da sage ich, ja, super. Geh, nimm sie mit, geh nach Australien. Man drückt die ganze Zeit die Daumen, dass das irgendwie klappt.
Und das macht das Ganze irgendwie richtig nett. Also es ist wirklich, wenn man jetzt sagt, du hast angefangen und gesagt, uns werden hier drei Highlights präsentiert und da sitzt man ja immer da und 60 Highlights, okay. Das war wirklich ein Highlight. Also mir hat der Film wirklich richtig gut gefallen. Er hat Nice. sehr viel Spaß gemacht. Er war sehr kurzweilig. Ich meine, gut, er war jetzt auch nur 82 Millionen lang, Minuten lang, Millionen, 82 Minuten war er lang. Und das ist natürlich auch nicht besonders lang, aber die Geschichte an sich ist halt auch wirklich sehr kurzweilig. Und man kann vielleicht, also böse Zungen würden vielleicht sagen, es ist die Sparversion eines, ich weiß nicht, Guy Ritchie-Heist-Films oder eines Martin Scorsese irgendwie Kuhfilms oder so. Aber es macht wirklich Spaß. Also das kann man sich wirklich sehr, sehr gut anschauen. Ja, das klingt auch, also es klingt wirklich, ich hätte jetzt auch das Erste, was mir eingefallen wäre, wie du das hier erzählst. Es klingt wirklich, dass es in den 82 Minuten so ein kurzweiliger Trip ist, den man einfach mal so, also mitnehmen kann. Was mich, das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist dieses Voice-Over, was da drüben liegt. Ist das sehr, keine Ahnung, penetrant oder ist das. Es ist sehr dominant, also das Ja. schon. Ich habe es nicht als penetrant empfunden. Man gewöhnt sich da sehr schnell dran, auch deshalb, weil man, also die allererste Szene, die man zu sehen bekommt, ist eben ein älterer Herr, ich weiß nicht, 60 oder was, halt mit grauem Haar schon und so, der eben in Hamburg am Hafen spazieren geht und der dann dem Zuschauer tatsächlich in die Kamera rein erzählt, so wie ein Interview, rein erzählt, ja, also, ich weiß nicht, ich sehne mich auch manchmal nach anderen Dingen und so. Also man geht davon aus, dass das eben diese Hauptfigur im Jetzt und hier ist. Und dann fängt er an und sagt, okay, also wenn ihr wissen wollt, wie es gewesen ist, dann müssen wir vielleicht mal da anfangen, wo dann wirklich der Anfangspunkt war. Und dann fängt er an, also mit 19 habe ich damals so. Und dann geht die Geschichte los. Und dadurch, dass du diese erste Szene hast, wo du diese Erzählfigur präsentiert bekommst und das Gefühl hast, dass der Kameramann hinter der Kamera sich mit dieser Hauptfigur unterhält, ist dieses Voice-Over nicht mehr so penetrant, weil du ja gleich damit, also gleich das Ganze damit vorgestellt wird, dass du hier eine Geschichte erzählt bekommst von der Hauptfigur. Und dann ist das nicht mehr so, sagen wir mal, schlimm, ja. Und das ist eben auch dieses, es ist extrem subjektiv und ist das dann wirklich noch eine Dokumentation? Es wird natürlich hier der Fall dokumentiert, aber es hat dadurch auch sehr stark so einen Spielfilmcharakter, doch eher. Auch die Szenen, die eben nachgestellt sind. Und ja, aber wie gesagt, mich hat das nicht gestört. Ich fand es eher charmant, eben weil es auch tatsächlich dann immer in den eigenen Dialekten stattfindet. Also du hast diesen Erzähler, diesen Hamburger Dialekt spricht und wenn sie in Frankfurt sind und in Frankfurt in den Banken unterwegs sind, dann sprechen die da halt hessisch und wenn die halt in Luxemburg sind, dann sprechen die halt so ein bisschen luxemburgerisch und also das ist irgendwie alles sehr nett. Das ist nicht so clean und ja, sonor und wie man sich so eine Dokumentation, so eine objektive Dokumentation eben vorstellt. Also ich würde sagen, es stört nicht. Das war eine sehr lange Antwort für eine sehr kurze für eine sehr kurze Antwort eigentlich, aber gut. Nein, okay, ja. Auch da gibt es die Möglichkeit, den beim Lichterfilmfestival Frankfurt anzuschauen. Genau, also ich lege ihn Und euch ans Herz. ja, wirklich, du hast mir echt ein bisschen Lust drauf gemacht, muss ich zugeben. Ich hatte vorher nur dieses Plakat noch gesehen und das Plakat sah irgendwie so, okay. Ja, beige, braun, 80er. Ja. Ich finde optisch auch sehr gut inszeniert. Gut. Ja. Dann nehme ich das Ruder in die Hand. Und wir kehren nochmal so ein bisschen in ein anderes Milieu. Ich habe den Film geschaut, Borga. Und Borga, das ist erstmal, also es ist ein Begriff, der kommt aus Ghana. So bezeichnet man dort die eigenen Landsleute, die irgendwann ins Ausland gegangen sind, um dort ja an Reichtum zu kommen. Und wenn sie wieder zurück nach Ghana kommen, dann sind sie eben, werden sie Borga genannt. Und das ist so ein ganz, ja, das ist fast so ein, ich will nicht gleich sagen Mythos, aber es hat sowas an sich, so, boah, das ist ein Borga. Also das ist schon so ein größeres Ding. Und wir sehen hier die Geschichte eines jungen Mannes, genannt Kojo, der wächst in Ghana auf und irgendwann kommt er über ganz viele verschiedene Umstände nach Deutschland. Und ja, dann wird er dort so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, den ganz so,
Ja, exzessiv oder so wohlhabend ist das Leben dieser Borgas da tatsächlich gar nicht. Das ist, behandelt dann verschiedene Migrationsthemen und so weiter. Ja, und irgendwann kehrt er dann auch wieder nach Ghana zurück und dann sieht er sich eben so ein bisschen mit den Dingen konfrontiert, die er entweder dort zurückgelassen hat oder die, die er dort in Deutschland aufgegriffen hat. Das Ganze ist ein Film von Jörg Fabian Raabe. Das ist sein Spielfilmdebüt und da muss ich wirklich sagen, boah. Also ist ein, mir hat der Film sehr gut gefallen und da sind wir wirklich, also wir haben hier wirklich drei Filme rausgesucht, die wirklich ja, Empfehlungen sind. Also aus meiner Sicht ist meiner das nämlich auch. Produziert wurde das Ganze in Deutschland und in Ghana. Der Film, der lief jetzt schon im Januar diesen Jahres beim Max-Ophüls-Preis und der hat dort auch den Hauptpreis in der Kategorie, also im Spielfilmwettbewerb, den Hauptpreis gewonnen. Und ja, der Film kann was. Mir hat er sehr gut gefallen. Ja, hört sich interessant an, aber gerade so das Milieu ist wahrscheinlich für einen deutschen Regisseur auch nicht so leicht da abzubilden, oder? Wie hat er das geschafft? Oder hat er irgendwie schon Bezug zu Ghana? Ich hatte es mir irgendwo aufgeschrieben, was er für einen Bezug zu Ghana hat. Ich finde es nur gerade in meinen Notizen nicht. Es ist auf jeden Fall so, also er hat das dort alles in Ghana gedreht und so weiter und er schafft es auch wirklich dieses, ja, dieses Leben da echt einzufangen. Ich glaube, er hat einen Kurzfilm mal darüber gemacht oder so. Ich bin mir aber da nicht mehr ganz sicher, aber irgendeine Verbindung hatte er auch dazu. Und vor allen Dingen die Idee fand ich jetzt auch schön, da hat er in irgendeinem Interview erwähnt, dass er jetzt dort diesen Film auch in Ghana auf so aufblasbaren Kinoleinwänden zeigen möchte. Das fand ich ganz schön. Und zu dieser Inszenierung des Milieus wirkte das sehr authentisch eingefangen. Jetzt nicht nur eben, also das Leben generell darin, nicht nur dieses Elend, was natürlich immer vorherrschend ist und was das Ganze ja auch dem dominiert, aber auch kleine, ein bisschen lebensfreudigere Momente, wo man halt sieht, also wie sie sich damit arrangieren, wie sie dahin zurechtkommen, wie sie da leben, ganz einfach. Klar werden auf der anderen Seite auch dunkle, angsteinflößende und dann auch, ja, tödliche Momente mit einbezogen, aber ich fand das Ganze sehr, sehr authentisch. Das hat sich sehr lebhaft angespürt. Im Gegensatz dazu dann natürlich das Leben hier in Deutschland. Das bekommen wir ja dann auch immer am Rande mit. Das wird hier auch noch mal ein bisschen vor Augen geführt und da wird es nicht so breit getreten oder so groß jetzt entfacht oder so. Ich hatte die ganze Zeit irgendwie die Verbindung zu jetzt hier Berlin-Alexanderplatz, der letztes Jahr war das, diese Neuverfilmung, die sie ja jetzt auch irgendwie ins heutige Berlin verfrachtet haben und auch in, ja, letztendlich in dieses Milieu irgendwie. Aber das war mir da alles ein bisschen zu groß und zu breit angelegt. Der hält sich so ein bisschen zurück. Wie gesagt, er erzählt auch eine ganz andere Geschichte, die eigentlich nicht primär mit Migration hier in Deutschland zu tun hat, sondern eben um diesen Mythos des Borga sich dreht. Aber es ist schon ein klarer Spielfilm und wirkt nicht so dokumentarisch. Also es hört sich Ja, halt er hat schon eher also auch dokumentarisch an. Jetzt so dieses Milieu da so auch von nach. dem würde ich durchaus dokumentarische Anleihen zusprechen. Also auch die Tatsache, dass verschiedene Sprachen eben alle hier mit auftauchen und wohl auch, wenn sie dann in Ghana sind, dort verschiedene Dialekte eben vom Regisseur mit eingebaut werden, die es halt dort einfach gibt, die man jetzt, also die zwar untertitelt werden, aber man hört ja jetzt als Laie nicht den Unterschied daraus. Aber das wirkte schon da alles sehr, Ja, aber sehr dicht und echt eben. es bleibt wahrscheinlich auch aufgrund der Thematik einfach nicht aus, dass man da in dieses Dokumentarische rein verfällt. Das, ja. Ja, was kann ich sonst noch sagen? Ich fand ihn auch schön fotografiert und eingefangen und vor allen Dingen, man merkt auch so ein bisschen, wie der Regisseur dann so mit den verschiedenen Milieus spielt, weil es gibt dann so einen Zeitpunkt, so einen kleinen Zeitraum, ohne viel zu spoilern, in dem Kojo dann auch so, ja, was für eine Nacht oder so, für gefühlt nur eine Nacht, diesen Mythos des Borga ausleben kann. Und plötzlich siehst du wirklich, wie diese Kamera so ganz symmetrische und ganz geordnete Bilder einfängt. Das fand ich schon sehr schön. Bevor es dann wieder dreckig und bevor das Ganze dann wieder aufgebrochen wird. Und gegen Ende, da gibt es wirklich Szenen, da
da hält man den Atem an und die haben eine Kraft und da habe ich mich selbst vor meinem kleinen Bildschirm hier echt in den Film reingezogen gefühlt. Ja, Borger ist für mich auch eine Empfehlung. Hört sich auf jeden Fall krass interessant an, nach so einem ganz neuen Thema, womit man sonst wenig zu tun hat. Das hört sich nach einer ganz Ja, neuen Geschichte an. gut. Also im Grunde ist es dann wirklich auch das, also das spielt in so einer, in so einem, ja, ich nenne es mal Dorf, in der Nähe von so einer Elektroschrottdeponie. Es gibt schon einzelne Fragmente von so, die man sicherlich schon in den ein oder anderen Dramen, die sich mit Migration oder mit eben solchen Milieus beschäftigen. Aber ich fand den, wie gesagt, doch sehr schön umgesetzt. Ja, also natürlich, es gibt ja auch, Afrika hat ja schon noch eine große Filmlandschaft, aber ich meine, da hat man jetzt hier nicht so Bezug zu. Ich muss sagen, ich kenne wenig Filme aus Afrika und gerade auch dieses Borger-Sein, dass das so ein Problem darstellt, das ist für mich auf jeden Fall was Neues und was mich auf jeden Fall, ja, was für mich ein Interesse weckt, den Film mir anzuschauen nachher noch. Also ich glaube, das, was spannend ist, ist tatsächlich ja auch, dass es eben Afrika ist. Denn das ist für mich genauso wie für dich ja eine Landschaft oder eine Kultur, mit der ich eben nicht so vertraut bin. Ich meine, die Geschichte an sich, also dieser Unterschied von Vorstellung und Realität, ja, also das ist ja in dem Sinne nichts Neues. Was es natürlich hier spannend macht, ist, dass es eben in Afrika spielt, was für mich jetzt als Zuschauer eben nicht so wirklich vertraut ist. Also das ist vielleicht das, wo man sagen kann, das macht es nochmal vielleicht extra spannend so. Ja, schön, da haben wir ja wirklich, da haben wir wirklich drei Highlights gehabt. Ja, wow, okay, Mensch. Ja, denkt man Sehr gar nicht, schön. wenn es nur um diesen regionalen Filmwettbewerb da geht. Da haben wir nur den regionalen Langfilmwettbewerb und da schon hier drei Empfehlungen rausgezogen. Sehr schön. Es gibt noch einen vierten, der uns zur Verfügung stand, Räuberhände. Der kann ich ja schon mal anteasen. Ja. Vielleicht. Da wird sicherlich auch was in der nächsten Zeit hier was beim Telestammtisch kommen. Und vielleicht mal sehen, wenn wir jetzt schon hier drei Empfehlungen haben, dann kann es entweder noch eine vierte Empfehlung werden. Ja, oder mal sehen, in welcher Form der dann noch hier seinen Weg in einen Podcast findet. Und wie gesagt, wir werden bestimmt auch noch was zum Hauptprogramm machen. Das hatten wir ja letztes Jahr auch schon. Da waren auch echt paar Highlights dabei, die auch dann für den Fremdsprachen-Oscar und so weiter nominiert worden sind. Also, da könnt ihr gespannt sein. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch einmal zu sagen, nämlich auf die Infobox oder beziehungsweise auf die Beschreibung, auf die Podcast-Beschreibung zu verweisen. Da gibt es nämlich zum einen nochmal Infos zu diesem Film hier, zu den Trailern und auch zu sonstigen Daten und zu unseren Social-Media-Profilen und außerdem auch noch zwei Links zu PayPal und Buy Me Coffee, wo ihr uns ein kleines Trinkgeld hier ja, hinterlassen könnt, wenn ihr das hier mögt, was wir machen und uns ein kleines bisschen unterstützen wollt, denn das hier ist immer noch ja, ein von uns finanzierter Podcast und wir haben halt so die ein oder andere kleinere Ausgabe und genau die müssen wir irgendwie finanzieren. Piet, Britt, ich danke euch, dass wir diese erste Special hier aufnehmen konnten. Ja, es hat Spaß gemacht. Jo. Kann ich mich nur anschließen. Dann, ja, sage ich einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.